Hansa will am Sonnabend gegen Arminia Bielefeld punkten. Und bei einem Sieg sind wirklich 3 Punkte drin. Zuletzt lief es ja nicht so gut für Hansa, aber die Mannschaft ist diesmal hoch motiviert. Denn Arminia Bielefeld ist nicht irgendeine Mannschaft, sondern da gibt es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Frühjahr 2010. Marco Kostmann wird Cheftrainer beim FC Hansa Rostock, damals in Liga 2. Nach einem Dreivierteljahr als Torwarttrainer übernimmt er den Posten als Chefcoach, doch auch in 10 Spielen konnte er den Abstieg in die dritte Liga nicht verhindern. Heute ist Kostmann noch immer Trainer, Torwarttrainer bei Arminia Bielefeld, vor der Partie am Sonnabend. Es ist kein normales Spiel. Das wäre blöd, wenn ich jetzt sagen würde, ich hake das als ganz normales Spiel ab. Das ist es nicht. Ich habe immer, dieser Stachel sitzt immer noch tief. Das wurmt mich da grübelig viel drüber nach. Denn Hansa lässt den gebürtigen Rostocker auch jetzt in Bielefeld nicht los. Jeder, der in Rostock lebt, für den gibt es ja auch nur Hansa Rostock. Und von daher bin ich da reingewachsen, aufgewachsen, euphorisiert. Mein Vater hat da 30 Jahre gearbeitet und sein Geld verdient und unser ja mit. Und als ich dann dort angefangen habe als Torwarttrainer, waren meine Eltern natürlich auch stolz. Als ich dann Cheftrainer wurde im März, da haben sie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Denn dazu hatte ihn der Verein gedrängt, mit bekanntem Ausgang. Hansa steigt zum ersten Mal in die dritte Liga ab. 2 Jahre danach hat sich in Rostock sehr viel verändert. Mit Stefan Gusche und Jörg Hahnel sind nur noch 2 Spieler aus der Kostmann-Elf bei Hansa. Wir haben immer ein sensationelles Torwarttraining mit ihm gehabt. Also das hat richtig Spaß gemacht und ich habe eigentlich nur positive Erinnerungen an ihn. Wenn es auf dem Trainingsplatz war, dann wurde akribisch und konzentriert gearbeitet und ja, das andere, der Spaß, stand nach dem Training dann wieder an. Damals unter Kostmann konnten sich beide nicht durchsetzen. Im letzten Spiel gegen Osnabrück waren Hahnel und Gusche von Anfang an dabei und möglicherweise auch übermorgen gegen Kostmanns Team. Nach dem Spiel werden bestimmt noch ein paar Minuten Zeit sein, um ein paar Worte zu wechseln. Aber das Einzige, was da zählt, sind die 3 Punkte und die wollen wir möglichst holen. Ich gehe davon aus, dass wir auf alle Fälle ein besseres Spiel machen und dann noch 3 Punkte mitbringen. Und worauf freut sich der Ex-Rostocker Kostmann? Hahnel bringt dies Gusche. Wunderbar. Kevin Müller wird vielleicht mitkommen. Auf die freue ich mich und da kommt auch vielleicht ein bisschen mehr als nur ein Händedruck. Die Chancen dafür dürften nicht schlecht stehen, wenn Hansa am Sonnabend in Bielefeld gewinnt.